Oh, wir wollten ja rüber uns die Krähe angucken. Das soll ich natürlich auch machen. Wir müssen den Reisenden finden. Der hat eine Karte. Und ich hoffe ja mal, dass er mehr oder weniger eine Karte von diesem ganzen Areal hier hat, vom Mauswald. Wie seltsam. Ich dachte, Krähen sind hier ein Problem. Ja, dachte ich eigentlich auch. Aber Tau tropfen sich eigentlich nicht mehr, oder seht ihr einen? Also ich nicht. Ja, in den Bildern davor waren auf jeden Fall viele, die wir einfach übersprungen haben mit dem Gespräch, mit dem Moto. Ach, da ist noch einer, oder? Nein? Nicht? Gut, nee. Dann sieht das bloß so aus. Ja, mal so den Bienenstock an. Da ist nicht eine Biene drin. Dem süßen Duft nach zu urteilen, ist das Volk aber erst vor kurzem ausgeflogen. Wollt ihr den Honig nehmen können? Vielleicht mit dem Stock oder so? Oder mit dem ungesüßten Lutscher? Gute Idee. So sieht der Lolli schon viel schmackhafter aus. Ha, ich bin gut. Wie heißt er jetzt? Da, Honiglolli. Ah, okay. Sehr trockenes Napfküchlein. Guck mal, wo wir Milch finden oder sowas. Keines Wort. Das können wir uns ja nicht angucken. Münze mit Loch und am Band. Ja, dann Weg in die Gärten. Da werden wir bestimmt gleich wieder rausgeworfen aus den Gärten. Oder auch nicht. Guck mal. Okay. Der. Was macht der eigentlich da? Der rennt die ganze Zeit hin und her. Tautropfen. Jawohl, da ist noch einer. Wieder einer. Ja, und da ist gleich der nächste. Noch so ein Tropfen. Na, das da oben sieht auch so aus. Das da. Nicht? Keiner? Ne, keiner. Hier noch irgendwo ein? Ein Fass. Memo, wir brauchen neuen Blausaft. Tja, das Fass ist wohl leer. Aber der Zapfhahn ist noch zu gebrauchen. Das ist noch eins. Es war ein Zapfhahn geklaut. Ach, so ein Tropfen. Da oben ist auch noch einer. Da. Oder? Keiner? Keiner. Okay. In die Stadtmitte? In die Stadtmitte? Ach, hier wäre wahrscheinlich hoch. Ah, hier wäre hochgekommen. Sehr gut, okay. Partygast. Eine Harke. Das ist aber eine harte Harke. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Die könnte noch nützlich werden. Hey! Hey, du! Was machst du da mit unserer Familienharke? Oh, ich leihe sie mir nur kurz aus. Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen geweht. Aha, also gut. Na dann mal los, das Laub hakt dich nicht von alleine. Du alter Lügenbaron. Warte, was? Hey, Sie, alles in Ordnung? Kaffee. Und die Tasse können wir uns ja nicht mitnehmen, irgendwie. Das ist ja irgendwie nicht so toll, oder? Können wir uns hier was mitnehmen? Nee, ne? Da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ich meditiere. Irgendwie kommt mir die Stimme des Hasen irgendwie sehr bekannt vor. Sogar sehr bekannt vor. Das sind aber viele Briefkästen. In unserem Haus ist viel Platz. Wir haben sogar mehr Stollen als die Waldzwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Da irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das Gronkh ist. Der komische mürrische Hase hier. Alter. Schöner Garten. Das ist Privatbesitz. Ist ja gut. Mit dem Quatschen. Schöner Garten. Nur gucken. Nichts anfassen.
Na gut, dann können wir hier wohl nichts mehr machen. Halbe. Ach nee, hier, stimmt ja. Hm. Was für eine merkwürdige Statue. Der obere Teil fehlt. Jetzt hat sie keine Augen mehr. Ja. Nee, noch irgendwas? Die Blume? Diese große Blume ist wirklich interessant. Hey, was schnüffelst du da drüben herum? Ich bewundere nur die schöne große Blume. Ach, Blume, Papa la Papp. Rechts liegen die Gärten. Klar, über die Baumwurzel geht es zum Stadtplatz. Und wenn ich dem Pfad in die andere Richtung folge, komme ich zum Stadtrand. Wir müssen aber irgendwie in dieses andere, dieser Dunkelwald, da müssen wir irgendwie hin. Hm. Ich wollte aber mit dem Hasen reden. Muss ich irgendwie so. Was haben wir denn hier noch? Das war's, ne? Ja. Ach, die Pforte. Hey! Hey, du! Das ist Privatbesitz! Ja, gut. Daneben nicht. So, hier hätten wir jetzt eigentlich alles durch, ne? Oder? Ach Gott, da sind noch mehr. Fragezeichen. Hier hoch kommen wir nicht, ne? Kommen wir auch nicht hoch. Ach, sieh mal einer an. Da ist er ja. Sehr schön. Pfoten weg. Die Kanone muss für den nächsten Krähenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Ja, und dann hast du deine Bestimmung gefunden, ne? So, was haben wir denn hier noch? Mauswald? Mauswald, Turm? Großer Wald. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Hm. Guck mal hin, ja. Rundliches Tier mit Schirm. Guten Tag, Herr Eichhörnchen. Jeder nennt mich Spitzweg. Also darfst du das natürlich auch. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Ziesel. Oh, das wusste ich nicht. So bepackt sehen sie aus, als ob sie später noch viel vorhätten. Ich bin ein Abenteurer und Wissenschaftler und meine neueste Forschungsreise soll über die 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Sieh dir nur all die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier, im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbach. Das klingt ja spannend. Aber wieso machen Sie sich da nicht auf den Weg? So viel Meer braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Ja, da kommen wir doch gerade erst her. Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben und gluckern sehen. Drei Trauthaufen hier gefunden. Eins. Wieder einer. Zwei. Noch einer. Und drei. Noch einer. Ja. Was denn hier erstmal? Ne? Pforte? Turm? Pforte. Fest verschlossen.
Ist ja nicht so toll. Hier raus können wir bestimmt auch irgendwie, oder? Nee, kann man nicht. Mit dem Leben? Von hier aus wird das nichts. Ja, nee, da. Ach, wir sind nach da oben. Das von da oben funktioniert? Von hier aus wird das nichts. Ist klar, runter kommen wir auch nicht. Also gehen wir zurück zu dem Fluss. Der Fluss war am schnellsten hier bestimmt. Ja, nein. Hier kommen wir zur Krähenstatue und zurück zum Fluss. Ha. So, von da aus hier hin. Da sind sie ja. Roter Igel, blauer Igel. Alles gleiche. Dann schauen wir mal. Seid ihr die Igelbrüder? Ja, die sind wir. Wie können wir dir helfen? Ich bin Jerry, Zauberlehrling. Herr Spitzweg hat mich geschickt, um nach seinem Boot zu fragen. Spitzweg wartet sicher schon seit Stunden an der Bachschleuse. Leider sind unsere Werkzeuge verschwunden. Die waren ganz neu. Da steckt bestimmt ein Grünhut dahinter. Ach, sei doch nicht albern. Unser Papa hat uns von Grünhüten erzählt. Da waren wir 4 Jahre alt. Nein, nein. Sie treiben sich ab und zu im Mauswald rum, sind unsichtbar, klauen Werkzeuge und bringen kalte Luft, sodass man sich erkältet. Das waren Märchen. Und diese kleinen Fußstapfen hier überall. Sind die auch ein Märchen? Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das würde uns sehr helfen. Kleine Fußstapfen? Ich sehe keine Fußstapfen. Ritzeratze! Hübsche Säge! Hä? Hast du auch was gehört? Ja. Das ist ja sehr überzeugend. Das war bestimmt ein Grünhut. Quatsch mit Sägespähen. Ich sehe keine Fußspuren, ne? Irgendwie nicht unbedingt. Da ist jemand. Ein kleines grünes Männchen mit Hut. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen Grünhut im Haus gehabt. Ach, soll mich doch die Schlangen holen. Donnerbalken und Fliegenbissen. Hagel und Schlampen. Der sieht mich ja. Aber wenn ich die Luft anhalte, siehst du mich nicht. Doch, wir sehen nicht. Was? Halt! Oh nein, jetzt ist der Dieb weg. Ich muss hinterher. Ja, da kommen wir doch gar nicht hinterher. Die Fußabdrücke führen in den kleinen Tunnel zwischen den Wurzeln. Da kommen wir da trotzdem nicht rein. Nein, da passe ich nicht hindurch. Ja, richtig. Anstatt den kleinen Kerl zu verfolgen, könnte ich versuchen, ihm den Weg zu versperren. Hä? Mit was denn? Warte mal, wir haben doch jetzt bei, oder? Eine Hake wird da wohl nicht weiterhelfen. Ein Lodger auch nicht. Ein Zapfhahn auch nicht. Ein Stock auch nicht. Die Hake, ja. Komm. Ja. Da wird keine harte Hake gebraucht. Nicht? Ja, dann eben nicht. Dann. Ja, wir können ja eigentlich nichts gebrauchen davon. Zum Versperren. Man wüsste, wo der Tunnel endet, ne? So, der führt ja hier irgendwo uns hin. Ah, da! Ha! Der kleine Mann in Grün! Da ist er wieder! Ah, erst bei den Igeln und jetzt schon hier? Sie jagen den Falschen! Ich hab nix getan! Vermaledeite Polizei! Ich meine... Fahr zu Frau Holle, verflixter Wachtmeister! Jetzt ist er schon wieder entwischt. Der war ja ganz schön sauer.
Da sind die Fußspuren. Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieb. Ja, aber da sind die Fußspuren. Siehst du das nicht? Und wie komme ich jetzt da hin? Wo muss ich jetzt da hin? Wieder zurück? Nee, ne? Hier sind die Fußspuren auf jeden Fall schon mal weg und jetzt gehen wir mal hier in die Gärten rein. Und irgendwo da hinten, die Ecke, die muss er ja genommen haben. Los, Jerry! Turbogang! Hier findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl. Ich kann dir machen, was ich will. Er ist schon wieder in Kopf. Langsam nervt er so ein bisschen, ne? Wo ist ja jetzt schon in die Stadtmitte oder was? Nee. Hier ist er nicht. Hinterm Rathaus? Nee. Bestimmt nicht. Ist er wieder zurück zu den Igeln? Das wäre aber ziemlich dumm. Klar. Donnerbalg und fliegen ist. Lass mich in Ruhe, du Balg. Mein Kleeblatt kriegst du nicht. Ach, hier hätte ich mir jetzt den Weg versperren müssen. Und nur mit was? Mit was verspreche ich mir den Weg? Lolli da hinlegen? Das wäre Lolli-Verschwendung. Das stimmt wohl auch wieder. Naja, gut, das wird ja wohl überhaupt nicht. Da muss man nichts abzapfen. Ja, das Ding. Wohl nicht, oder? Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Ach, damit kann ich werfen. Okay. Ein Stock war ja eigentlich für mich ausprobiert. Ein Stock bringt hier nichts. Das gibt's doch hier immer. Sehr gut. Die Hagebutten bringen ja schon auch nichts. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Okay, also irgendwie müssen wir was finden, dass wir den Weg da versperren. Nur mit was? Können wir mit denen reden? Ich hab den Dieb gesehen. Ein kleines grünes Männchen mit Hut. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen Grünhut im Haus gehabt. Ich hab ihn sogar gehört. Aber warum kannst du den Grünhut sehen? Ich bin ein Zauberlehrling. Eiderdaus. Dann kannst du uns bestimmt helfen. Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das würde uns sehr helfen.